Arbeit, Freunde, Freizeit. Es gibt im Grunde keinen Lebensbereich, der nicht von den Corona-Maßnahmen betroffen ist. Aber wie sieht es eigentlich mit unserem intimsten Lebensbereich aus? Sex und Corona. Darüber rede ich jetzt mit der bekannten Sexualtherapeutin Heike Melzer hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Frau Dr. Melzer. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, hallo, Herr Fleischer. Das ist ja nun wirklich ein, sagen wir mal, ein intimes Thema, das Sie sich zum Lebensthema gemacht haben. Und ich nehme an, Sie kriegen in Ihrer Praxis auch einiges mit von den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Sexualleben der Bundesbürger. Eine Frage habe ich ganz zum Anfang. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Sendung kein Blatt vor den Mund zu nehmen und habe vom österreichischen Sozialministerium eine Broschüre gefunden, in der drin steht, unter welchen Bedingungen Prostitution wieder erlaubt ist. Und da steht drin, es ist die Verwendung eines Lecktuchs vorgeschrieben. Was zum Teufel ist bitte ein Lecktuch? Ja, das wird verwendet beim Oralsex bei der Frau, was man dann zwischen die Zunge und die Klitoris oder die Vulva legt, um Krankheiten zu übertragen. Das ist im Prinzip das Kondom beim Oralsex bei der Frau. Und das ist ja bei dem Prostitutionsschutzgesetz eh schon vorgeschrieben. Das heißt, geschützter Oralsex und auch ungeschützten Oralsex gibt es eine hohe Strafe. Aber wer kontrolliert das schon? Ja, eben. Glauben Sie, dass das irgendjemand kontrolliert? Das, glaube ich, wird nicht kontrolliert, aber formal wird es eingehalten. Und natürlich, und das ist vielen nicht bewusst, kann man sehr viele sexuell übertragbare Erkrankungen auch über ungeschützten Oralsex übertragen, von einem zum anderen. Und das ist natürlich schon etwas, was auch Sorgen macht bei den steigenden Anzahlen von fast schon ausgestorbenen Sexualerkrankungen, wie zum Beispiel Syphilis oder Tripper oder so etwas, die sich sehr wohl über Oralsex übertragen lassen. Auch HPV-Viren, die man nicht sieht, sind auch unangenehme Kandidaten, die man dann doch nicht haben möchte. Also so wie ich Sie verstehe, ist dann sozusagen das Coronavirus dabei noch das geringste Problem. Nein, nein, also das Coronavirus lässt sich, glaube ich, nicht im Sexualsekret nachweisen, aber natürlich im Speichel. Und wenn ich mit dem Speichel dann entsprechend lecke oder dann dieses Coronavirus wieder vom einen zum anderen übertragen wird, das hat ja doch eine Überlebenszeit von manchmal Tagen, je nachdem, wo es tatsächlich ist. Und so kann man natürlich dann auch von dem einen Partner zum anderen das Coronavirus übertragen. Aber ich glaube, das gehört sowieso zu den Praktiken, auch wenn die nicht so ganz gewöhnlich sind bei Paaren in Langzeitbeziehungen. Aber im käuflichen Gewerbe muss man natürlich schon aufpassen, dass man nicht Krankheiten überträgt. Ja, etwas unromantisch, Lecktücher werden auch in Swingerclubs verwendet oder eben Kondome. Das ist dann nicht so ganz gefühlsecht, aber dient dem Schutz von demjenigen, der diese Praktik dann auch betreibt. So, angenommen, ich hätte jetzt Lust, in den Puff zu gehen. Können Sie mir eine Sexstellung empfehlen, bei der das Ansteckungsrisiko möglichst gering ist mit dem Coronavirus? Ja, also sagen wir mal, es gibt wahrscheinlich erstmal den Mundschutz, es gibt Doggy-Style, wo man vielleicht dann eher mit dem Kopf abgewendet voneinander steht. So, aber klar, die 1,5 Meter wird schwierig. Also da braucht man schon, muss man schon auffahren, um 1,5 Meter zu überbrücken, die Luftbrücke. Und aber auch beim Friseur ist man näher dran, auch in Massagestudios ist man näher dran und an vielen anderen Bereichen im Service. Aber das ist durchaus schwierig. Also die Bundesländer tun sich unterschiedlich schwer, die Bordelle auch wieder entsprechend aufzumachen. Aber klar, Sexualität gehört zu den Grundbedürfnissen. Und da gibt es eine Klage, die ist jetzt durchgegangen. Und somit haben auch in Bayern schon wieder einige größere Bordelle geöffnet. Und die Bundesländer finden da ganz unterschiedliche Wege. Nun ist zum Beispiel in Sachsen Prostitution wieder erlaubt, allerdings ohne Geschlechtsverkehr. Das ist ja so wie Autofahren ohne Autofahren. Was machen die denn da, Frau Melzer? Haben Sie da Einblicke? Spielen die Karten oder? Naja, also ich glaube, auch in Corona-Zeiten wird alles, was man sich vorstellen kann und was man sich vielleicht schon nicht mehr vorstellen kann, auch im käuflichen Gewerbe, eben unter anderen Vorzeichen, es lief einfach insgesamt weiter. Und diese Vorschriften sind so gut, wie sie eingehalten werden. Und was hinter verschlossener Tür passiert, meistens steht die Polizei nicht daneben. Das ist dann die Absprache zwischen der Prostituierten und dem Freier. Und ich vermute mal, da wird auch mehr passieren als nur ein Striptease oder als nur ein Erotic Talk,
Das kann man über Livecam mittlerweile ganz gut machen. Dafür würde man wahrscheinlich nicht ins Bordell gehen und tatsächlich dann Geld auf den Tisch legen. Was bekommen Sie denn eigentlich selbst in Ihrer Praxis mit von den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Sexualität Ihrer Klienten? Wir sehen seit vielen Jahren, und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, also ein Weg in diese Digitalisierung. Also ein Beispiel, wenn sich Paare kennenlernen, das findet immer weniger im analogen Bereich statt, also in der Bar oder eben bei Freunden auf der Party oder in der Fußgängerzone, sondern immer mehr in digitalen Welten, in Portalen und Apps. Und ich frage heute, ja, wo haben Sie sich kennengelernt? Ja, war es im Joy Club oder war es im Parship oder Elite Partner oder war das in irgendeiner App wie Tinder oder wo auch immer? Es ist, oder in irgendeiner Community oder im Social Media Bereich, im Facebook angeschrieben oder bei Xing oder LinkedIn. Also auch das wird manchmal für die Akquise eines Partners genutzt. So dass diesen Trend erlebe ich immer mehr. Und ich erlebe auch diesen Trend, dass sich die triebhafte Seite der Sexualität immer mehr von der Partnerschaft ablöst. Also das heißt, Suche nach starken Reizen im Internet, sei es über Casual Sex Partner, über Pornografie, die immer interaktiver wird oder eben im Käufer-Sektor. Oder eben auch über Sextoys, die einem ja sehr, sehr viel Vergnügen bereiten können, auch partnerunabhängig. So dieser Trend, dieser Abspaltung der triebhaften Seite von der Liebe oder von dieser Beziehungsseite, die ist durch Corona nochmal ein Stück weit weiter vorangetragen. Das heißt, in dieser Isolation, und wir haben in Deutschland ja doch mittlerweile fast schon zwischen 17 bis 18 Millionen Single-Haushalte. Da sind natürlich auch ältere Leute dabei, aber auch viele Menschen, die einfach sagen, ich gehe den Kompromiss, in eine Partnerschaft zu gehen, gar nicht ein. Ich kann doch Sex auch anders haben und ich kann mir meine Freunde aussuchen, aber ich lasse mich nicht einschränken in meiner Freiheit. Diese Menschen finden sehr, sehr viele Kommunikationswege, Möglichkeiten, sich Lust zu verschaffen. Und das wurde eben im Rahmen von dem Social Distancing, von dem Lockdown, von dieser Einschränkung der Bewegungsfreiheit mehr als je zuvor auch tatsächlich in Anspruch genommen. Gut, also über die Digitalisierung und die Auswirkungen der Digitalisierung würde ich auch gern dann noch weiter mit Ihnen sprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, welche konkreten Auswirkungen haben denn diese Maßnahmen jetzt? Wir reden ja von Social Distancing. Wie verliebt man sich in solchen Zeiten, in denen man sich nur am Ellenbogen oder an der Fußsohle berühren darf? Das ist zum Beispiel eine so eine Frage. Ja, gibt es da Auswirkungen? Naja, also so weit geht es nicht, dass man niemanden mehr kennenlernen kann, weil man lernt sich heute digital kennen. Und das erste Candlelight-Dinner kann natürlich dann nicht beim Italiener vielleicht stattfinden, sondern findet tatsächlich dann über die Webcam statt. Und das erste Treffen ist dann eben auch nicht das Gläschen Wein in der Bar, sondern es ist der Spaziergang mit Abstand. Aktuell ist es ja, vielleicht stehen wir vor dieser zweiten Welle, die da irgendwie vorhergesagt wird, aber ganz viele Bereiche haben sich ja normalisiert. Tests sind sehr, sehr schnell zur Verfügung. Innerhalb von einem Tag weiß ich, ob ich HIV-positiv bin oder Corona-positiv oder welche sexuell übertragbaren Erkrankungen noch mit einer Rolle spielen, die mich entscheiden lassen, mit jemandem sexuell aktiv zu werden. Das heißt, diese Idee, da sitzen Menschen und kommen nicht mehr aneinander, die stimmt ja so nicht. Und ich habe erlebt, dass Menschen sich mehr Zeit lassen, also diese Entschleunigung, nicht mehr auf Dienstreisen sein zu müssen oder Fahrzeiten, die Zeit zu verlieren, also diese Möglichkeit über Videokonferenzen oder über ganz viele Dinge eben auch vielleicht auch mal sein zu lassen, also sich auch zu hinterfragen, was habe ich eigentlich ruh- und rastlos gemacht, also diese Entschleunigung hat sich eigentlich auch manchmal in diesem Datingverhalten gezeigt, dass man doch eher mal geneigt ist, etwas tiefer zu schauen, längere Chats zu führen, sich wieder auf einen Partner tatsächlich einzulassen und nicht so von einem Partner zum nächsten zu wischen oder von einem Casual Date zum nächsten zu wischen. Oder es gibt nicht so viele Sexpartys, es gibt käufliche sexuelle Angebote, sind illegal gewesen oder eben schwer dran zu kommen. Wunder, dass dann die Pornografie sehr, sehr zugenommen hat. Also die Zugriffsrate sieht man weltweit, so wie Corona kam, sieht man ungefähr 15-30% Zunahme in Pornografie, der ja eh schon unendlich groß ist. Also man kann sich immer gar nicht vorstellen, dass es noch mehr wird, aber es wird immer noch mehr für die Leute. Aber sagen wir mal, dieses Verlieben ist auch in Zeiten von Corona unproblematisch möglich.
Und ich finde gerade das Verlieben ist ja das Schöne und nicht das schnelle Ausagieren. Das ist dann immer so ein bisschen wie die Wundertüte aufreißen und sagen, ach so, ja, es war die Aufregung dabei, aber danach bin ich doch nicht so richtig befriedigt, wenn es nur ein One-Night-Stand war oder wenn es nur wirklich so ein Casual-Sex-Partner war, weil man sich dann doch nicht auf die Person tatsächlich einlässt. Ja, reden wir doch mal über die Zahlen. Da gibt es ja einige Zahlen, wie sehr das zugenommen hat. Sie haben das in Ihrem Artikel zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, dass unter den Top 30 der meist aufgerufenen Webseiten in Deutschland einige Pornoseiten sind. Mhm, genau. Ganz voran die Live-Camps. Also Live Jasmin ist das, der Liebling von den Deutschen. Das hat Platz 9. Gefolgt von noch einer anderen Seite. Ich müsste da jetzt noch mal genau hinschauen. Bonga Camps. Platz 9 ist Live Jasmin. Bonga Camps ist Platz 14. Das sind Live Camps, wo ich mein Gegenüber, wo ich in der Regel auch Geld zahle, um bestimmte sexuelle Vorliebpraktiken zu sehen. Und da kann ich Regisseur meines eigenen Pornofilms sein und eben in viele, viele Zimmer hineingucken, wo sich vorwiegend Frauen entsprechend entblößen oder anteasen, um dann ihr Geld zu verdienen und das weltweit. Das ist also der Wahnsinn, dass das Platz 9 ist und Platz 14. Also wird es gleich gefolgt von Google und Facebook und solchen großen Seiten. Und dann kommen diese Live-Camps und Platz 19 ist Pornhub. Und Platz 20XX, X-Hamster und Chaturbate ist dann nochmal so ein Live-Chat, auch mit sexuellem Content, oftmals Platz 22. Also das sind fünf sexuelle Top-Webseiten unter den Top 30. Das zeigt einfach, dass der Bedarf oder dass diese Suche nach sexuellen starken Reizen und auch eben Pornografie wahnsinnig zugenommen hat. Und das auch schon seit Längem. Also wir sind in der in der Weltliste der Bevölkerung, der Bewohner sind wir Platz 19 und bei Pornhub sind wir schon seit vielen Jahren auf Platz 7, jetzt letztes Jahr auf Platz 6. Mal gucken, ob wir dieses Jahr auf Platz 5 schaffen und ich bin jetzt gespannt auf die Auswertung der Pornografie, wie sich das zugenommen hat. Man sieht in Pornhub immer so Statistiken monatlich und jährlich und da sieht man halt, so wie die Corona-Welle und der Shutdown kam in den unterschiedlichen Ländern, wie gesagt, ein Anstieg von 15, 20, manchmal 25%, gerade so am 28. März. Also man hat so den Eindruck, gerade diese Angst, die das auslöst, diese starke Veränderung, diese Steuerung auf Sichtweite, dass viele Menschen dann in ihren Kokon gegangen sind und sich ihre Angst dann vielleicht auch abmasturbiert haben oder in diese Pornowelt hineingeflüchtet sind. Was ich jetzt erstmal nicht schlimm finde, auf der anderen Seite aber auch mir Sorgen machen, weil viele Jugendliche dabei sind, viele Kinder. Aber ist das so, dass die Menschen darauf reagieren, jetzt auf so eine Bedrohungslage mit Masturbation? Und sind das nur Jungs oder sind das auch Mädels? Wie ist das? Naja, ich würde sagen, diese Bedrohungslage, das heißt, diese schnelle Veränderung, diese Frage, bleibe ich gesund, werde ich meinen Job behalten, werden die Kinder in der Schule bleiben, wie funktioniert das auf engem Raum mit Homeschooling und Homeoffice? All diese Bereiche produzieren erstmal Stress. Und wie gehe ich mit Stress um? Es gibt da ein Belohnungssystem im Gehirn. Und dieses Belohnungssystem verschafft uns gute Gefühle. Das ist genauso, wie manche Leute dann eben einkaufen waren, weil sie auch Sorge hatten, dass sie nicht genug zu essen haben. Und dann eben auch diese, sagen wir mal, diese hochkalorischen Süßigkeiten und Mehlspeisen, die sie dann produziert haben, zu Hüftgold verwandelt haben. So gibt es, und Essen ist ein sehr starker Belohnungsreiz. Ja, da kann man sich auch mit trösten, mit Essen. Sexualität ist noch ein stärkerer Belohnungsreiz und dann auf sich alleine geworfen oder dann im Zweifelsfall auf eine Partnerschaft geworfen, die auch schon in die Jahre gekommen ist, sind natürlich solche Belohnungsreize wie Pornografie, die katapultieren einen automatisch weg von diesem schlechten Gefühl der Unsicherheit und der Angst hin zu diesem guten Gefühl des Orgasmus oder dieser Fantasiewelt, die einem da ja doch in unendlicher Fülle erreicht. Und das kann schon etwas sein, um die Angst abzuarbeiten, hinweg von diesen schlechten Gefühlen hin zu diesen guten Gefühlen. Und da sind viele verführt worden in dieser Zeit.
Also ist ja dann eigentlich eine gute Stressbewältigungsstrategie. Ein paar wertvolle Surftipps für einsame Zuschauer haben Sie ja vorhin schon gegeben. Aber ja, wenn das alles in Maßen, ja, bei den Zahlen, die schon existieren, ich kann es mir gar nicht vorstellen, also es ist unvorstellbar, allen, die Interesse haben, einfach mal in Inside Pornhub reinschauen in diese Statistiken. Es ist schon seit Jahren unvorstellbar, wie viel geschaut wird. Und das ist ja nur ein von vielen, vielen Webseiten. Ich habe es mit den Verhaltenssüchten zu tun, mit Porn und Sexsucht. Und da habe ich einen anderen Blick darauf. Genau, und darüber reden wir auch gleich noch. Weil Sie hatten gesagt, 30% der Pornos werden von Frauen geguckt oder so. Ist das richtig? Ja, die Anzahl von Frauen nimmt über die Zeit hinweg immer zu. Mittlerweile sind es ungefähr 30% der Zuschauer sind weiblich und der Rest ist männlich. Früher waren es vielleicht jede Zehnte. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Und die Frauen haben andere starke Reize. Und wenn ich von sexuellen Superreizen spreche, meine ich Pornografie, Sextoys, Casual Sexpartner oder käufliche Sexpartner, also sagen wir mal ständig wechselnde starke Reize. Und die Frauen sind mehr im Bereich der Sextoys unterwegs. Und natürlich ist mit solchen Hightech-Sextoys, da ist der Orgasmus unvermeidlich. Aber es ist auch wieder eine Konditionierung, die Gefahr der Konditionierung auf diese starken Superreize. Und die Sextoy-Hersteller haben enorme Umsätze in der Corona-Zeit gehabt. Also da hat sich bei Fun Factory, das müsste ich mal gerade schauen, also bei Womanizer Group hat sich es ungefähr verdoppelt in Deutschland und Europa, 156% mehr Umsatz in den Monaten März, April, Mai, Juni. Und auch im Bereich Fun Factory war auch eine Steigerung um 150% der verkauften Sextoys. Das heißt, wenn es langweilig zu Hause wird, der Onlinehandel hat ja noch funktioniert und da hat der ein oder andere sich natürlich schon ein bisschen Vielfalt oder stärkere Lustreize nach Hause über die Post beordert. Sie hatten vorhin gesagt, wenn eine Partnerschaft schon in die Jahre gekommen ist, das fand ich sehr schön ausgedrückt, dann lässt der Sexualtrieb nach. Da gab es auch so einen Namen dafür, ne? Wie war dieser Name dieses Effektes, wenn die sexuelle... Wie Coolidge, oder wie? Der Coolidge-Effekt, ja, das war ein US-amerikanischer Präsident, der mit seiner Frau zu so einer Hühnerfarm ging und nach einer getrennten Führung kam die Frau ganz aufgeregt zu dem Calvin Coolidge und sagte, Mensch, der Hahn treibt 7 oder 8 Mal am Tag. Und daraufhin meinte dann der Coolidge, ja, aber nicht immer mit derselben Henne. Also das ist so dieses nachlassende sexuelle Lust, Leidenschaft mit ein und demselben Partner. Und dann hat man natürlich noch den Alltag zu bewältigen. Man hat Kinder am Start. Man wird von der Zweierbeziehung abgelenkt. Und man könnte so sagen, wenn die Liebe kommt, lässt die Erotik nach. Und die Erotik fordert immer Neuigkeiten oder auch vielleicht Hindernisse, unvorhergesehene Sachen, Heimlichkeit, Kopfkino. Und das Kopfkino und diese Leinwand, die läuft natürlich auf einem Partner, mit dem man den Alltag verbringt und über den man sich ärgert, weil er den Müll nicht raustragt oder weil er sich irgendwie in die Kindererziehung falsch einmischt. Dann laufen die eigenen Filme nicht mehr so gut in der Projektionsfläche. Und deswegen ist es natürlich die große Königsdisziplin in Langzeitbeziehungen, wie sie ja natürlich gebraucht werden, um Kinder großzuziehen. Da hat man mal so 20 Jahre vor sich, um da noch Sexualität tatsächlich lebendig zu halten und auch immer wieder abwechslungsreich zu halten. Wie macht man das? Indem man davon ausgeht, dass das so ist mit der Sexualität wie mit der Muskulatur oder mit Fortbildung. Wenn man nichts tut, wird es weniger. Das heißt, wenn ich Marathon gelaufen bin und 5 Jahre nicht mehr laufe, dann schaffe ich vielleicht am Anfang auch nach 5 Jahren erstmal wieder nur 1 Kilometer oder 2 Kilometer. Oder wenn ich studiert habe und nichts mehr dafür tue, dann weiß ich schon nachher gar nicht mehr, was ich gelernt habe. Und wenn ich eine Sexualität am Anfangsstadium habe, dann ist das ein Selbstläufer. Aber wenn ich eine Langzeitbeziehung habe, dann muss ich immer wieder dafür etwas tun und neue Impulse setzen und das immer wieder hoch auf die Agenda setzen, damit das auch noch eine Spaßveranstaltung wird und keine Zwangs- oder Pflichtveranstaltung. Und da ist es natürlich auch gut, mal neue Reize reinzubringen. Und da kann so ein Sextoy Abwechslung bringen. Da kann natürlich auch mal, sagen wir mal, ein gut gemachter Porno eine Abwechslung bringen oder eine erotische Geschichte. Oder irgendetwas, wo sich Paare sagen, man haben wir etwas das letzte Mal zum ersten Mal gemacht oder was in unserem sexuellen Leben ist eigentlich gut, was können wir sein lassen und was soll dazukommen. Also sagen wir mal auch immer wieder
spannende Fragen zu stellen, nach sexuellen Fantasien zu fragen oder eben vielleicht auch mal Tabuzonen zu betreten oder auch Differenzierungsdinge zu machen. Es sind ja nicht eineige Zwillinge, die am Start sind. So, aber das heißt, damit muss man sich beschäftigen und wenn man es nicht macht, wird es weniger und wenn man es gar nicht mehr macht, also dieses eheliche Zölibat, wir machen es nicht mehr miteinander und wir machen es nicht mehr mit anderen, ist gefährlich. Das klappt in der katholischen Kirche schlecht. Da gibt es Ausweichbewegungen, über die man ein eigenes Video drehen könnte und es klappt auch in der Ehe nicht gut. Da ist der dritte Außenstehende dann halt irgendwann parat und das sind immer noch die Gründe, warum Ehen auch scheitern. Also der Affärenpartner oder Affären sind häufige Scheidungsgründe. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Corona. Also man sollte ja annehmen, dass Menschen, wenn sie dann auf einmal nicht mehr auf Arbeit gehen, sondern den ganzen Tag zu Hause sitzen müssen, sind auch auf Kurzarbeit, haben mehr Zeit, dass dann eben Paare dann auch sich sagen, hey, wie wär's, wenn wir doch jetzt mal wieder Sex haben? Ich habe ja am Anfang so gescherzt, wahrscheinlich werden wir eine große Geburtenwelle erleben in 9 Monaten. Sehen Sie das auch so oder ist es führt das eher zum Gegenteil? Der Frust, die Existenzangst, dass man einfach keinen Bock mehr hat auf die Alte oder auf den Alten. Also ich glaube, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich sehe Paare, die gerade mit Öffnung der Beziehung experimentiert haben und wo Corona kam und wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Ich nehme mal das, was ich habe und versuche da meine Energie reinzustecken. Es gibt Paare, die sagen, in Krisensituationen, das ist das Letzte, was ich mache, Sexualität oder gar Kinder zeugen, weil ich bin so gestresst. Ich mache mir Sorgen um meine Arbeit, um wie ich was finanziere, sodass die Sexualität runtergeht. Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, jetzt haben wir mal Zeit und uns ist langweilig. Ach, was können wir machen? Die schönste Nebensache der Welt. Wir machen Sex und wir werden auch mutiger. Wir gehen vielleicht auch mal atypische Wege. Das heißt, wir lassen uns auch das Risiko, ein Kind in die Welt zu setzen, auch in so etwas unsicherere Zeit gefühlt, weil wir sagen, okay, worauf sollen wir noch warten? Ja, genauso wie zum Beispiel der Kauf von Haustieren hat zugenommen in dieser Corona-Zeit, vielleicht auch in diesem Kuschelfaktor, aber vielleicht auch in dem, dass man gesagt hat, Mensch, es wäre doch schön, lebenden Gesellen zu haben und auch dann diese Zeit zu investieren, die uns Corona geschenkt hat, um so ein Tier in die Familie zu integrieren und dann mit dem rumzukuscheln. Also es war ein Riesenrun auf so kleinere Tiere. Und dann natürlich ist man mit so einem Tier oder mit einem Kind auch eingeschränkt. Aber das ist dann eben wieder was Neues, Aufbruch zu was Neuem. Da wurde ich jetzt schon häufiger nachgefragt. Ich kann darüber spekulieren. Wir werden es beobachten. Selbst das Oktoberfest verschafft uns immer ein paar Oktoberkinder. Also 9 Monate später ist immer die Geburtenrate in München ein bisschen höher. Ich könnte mir vorstellen, dass dann eine Differenz tatsächlich passiert in Corona. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen im Hintergrund rauschen, ob es bei dem einen Paar dazu geführt hat, dass gar nichts mehr stattgefunden hat oder ob die risikofreudiger werden. Ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, das kann keiner aktuell sagen. Aber wir werden diese Zahlen sicherlich beobachten. Ja, ich frage mich gerade, wie sich Existenzängste und Perspektivlosigkeit, Depressionen auch auf den Sexualtrieb auswirken. Also es wird wahrscheinlich wohl eher umgekehrt sein, ja, dass die Leute weniger Lust haben aufeinander. Ja, also die Lustlosigkeit, insbesondere in Langzeitbeziehungen, hat ja zugenommen. Also zumindest die partnerbezogene Lustlosigkeit, nicht die generelle Lustlosigkeit. Aber wie gesagt, es gibt Paare, die streiten sich und versöhnen sich über den Sex. Es gibt Menschen, die brauchen Sex zum Stressabbau und um in so eine andere Welt zu switchen. Und die werden eher mehr Sex haben. Und es gibt Menschen, die sind eher empfindlicher und sagen, in so einer unsicheren Situation habe ich keine Lust. Also da bin ich in der Perspektivlosigkeit. Da fehlt es mir an Energie und da muss ich sehen, dass ich schlafe, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich irgendwie über den Tag komme und wieder eine Hoffnungsschimmer habe. Und wenn ich einen Hoffnungsschimmer habe, dann kann ich mich vielleicht auch wieder fallen lassen und dann kann ich auch wieder eine Körperlichkeit genießen. Wobei, ich glaube, das Immunsystem wird gestärkt, wenn wir in Austausch gehen, auch im körperlichen Austausch, also dieses Wohlfühlhormone, Bindungshormon, Oxytocin, Serotonin, all diese Glückshormone, die da an den Start sind, also dieses Geborgenfühlen. Sexualität ist ja weit mehr als der Geschlechtsverkehr. Also es ist auch das in den Arm nehmen oder diese, sagen wir mal, es sich gut gehen zu lassen, Streicheleinheiten. Auch das ist ja weggefallen. Also auch die Massagestudios haben ja zugemacht.
Und wenn ich hier in München umhergehe, sehe ich an jeder Ecke ein Massagestudio. Ja, woher kommt denn das? Also dieses Outsourcing auch von Berührung. Es gibt hier Schmusekurse und alles Mögliche. Also man kann wirklich fraktioniert das, was früher mal so in diesem romantischen Liebesideal alles auch mit einer Person geteilt ist, kann man sich so scheibchenweise dazu kaufen. Das ist so ein Trend, den ich ja schon über Jahre hinweg sehe. Und das ist wieder dieses, ich bin zurückgeworfen auf mich in so einer Situation des Lockdowns, den wir so in der Art auch noch nie hatten. Und dann werde ich kreativ. Ja. Dann gehe ich in Selbstliebe, dann hole ich mir starke Reize aus dem Internet oder ich kaufe mir ein Haustier oder was auch immer. Mhm. Wobei das Haustier dann hoffentlich nichts mit Sex zu tun hat. Sie hatten vorhin gesagt, man kann ja dann sich überlegen, ob man irgendwelche Sextoys besorgt, um sein partnerschaftliches Sexleben aufzupeppen. Ein Gerät hatten Sie vorhin schon genannt, das ist der Womanizer. Ich habe mich darüber informiert, das klingt abenteuerlich. Da wird mit Unterdruck und Luftdruck und so wird die Klitoris stimuliert. In schneller Schwankung bis zu 120 Hertz. Also das ist schon sehr effizient und wir stimulieren dort die Bewegungsrezeptoren in der Vulva und dann insbesondere an der Klitoris direkt. Und das macht die Musik aus beim Orgasmus und das macht so ein Gerät natürlich sehr, sehr schnell und sehr effizient. Das führt auch zwangsweise zum Orgasmus. Das ist so der Verkaufsschlager. Und natürlich kann man das im partnerschaftlichen Sex einsetzen. Und wenn man das mal ab und an einsetzt, dann ist da gar nichts gegen einzuwenden. Aber wenn man das wieder in diesem Silo des ich mache mir am Tag 5 Orgasmen und das mit dem Womanizer und das immer dann, wenn mein Partner nicht da ist, dann habe ich dann wieder Schwierigkeiten. Auch ist es so, und davor warne ich immer, dass diese Hightech-Sex-Toys einen weniger rezeptiv machen für natürliche Reize. Genauso wie Pornografie. Das ist wunderbar, das erstmal Schlaraffenland. Aber man konditioniert sich auf diese starken wechselnden Reize von meistens jungen Körpern, von ständig verfügbarer Lust. Und das verändert unsere sexuellen Fantasien und unser auch sexuelles Können. Und dann komme ich mit einem normalen Partner in Kontakt, der im Zweifelsfall älter wird oder mit dem ich halt den Alltag teile und dann läuft da nichts mehr. Und der im Vergleich zum Womanizer etwas untermotorisiert ist. Motorisiert, genau. Also sagen wir mal, mit 3 Hertz pro Sekunde kommt man dann natürlich nicht mehr so weit. Aber ich sag mal so, ein Sextoy beim First Date, wenn Sie ein Sextoy aus der Tasche holen, kommt das besser an, als wenn der Mann das Smartphone hinstellt und den Porno anschmeißt. Also dann fühlt sich die Frau nicht mehr gesehen. Und dann, das wird ein bisschen spooky, aber so einen kleinen Vibrator aus der Tasche rauszuziehen, ist vielleicht dann eher pro Sex aktiv. Das zeigt, die Frau weiß, wie es funktioniert, die zeigt es und das kann man integrieren ins Liebesleben. Orgasmus garantiert, gibt es denn sowas auch für Männer? Ja, sowas gibt es auch für Männer, wobei Rezeptorendichte über einen viel größeren Raum verteilt wird. Ja, und in der Vagina zum Beispiel sind mehr Dehnungsrezeptoren, weniger Berührungsrezeptoren, aber die Hauptmusik machen diese Bewegungsrezeptoren auf. Deswegen ist die Vulva und die Klitoris halt der Ort, wo diese starke Erregung stattfindet. Und das ist auch einen ganz kleinen Raum. Und so viele Rezeptoren, wie die Frau in der Vulva hat, hat der Mann im gesamten Penis schafft und natürlich eben auch in der Eichel. Und bei der vaginalen Penetration, das ist so ein bisschen wie, wenn man den Mann halt nur am Schaft stimuliert. So indirekt, ja. Der wird sagen, geh mal ein bisschen höher und guck auch mal hier so oben. Hier oben spielt die Musik, ja. Deswegen ist das für Männer manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, dass die Frauen über den vaginalen penetrativen Akt oftmals nicht zum Orgasmus kommen. Aber werden die wenigsten Männer über ein bisschen Streicheln am Penis schafft, werden auch die wenigsten Männer zum Orgasmus kommen. Oder durch die Penetration im Anusbereich ist jetzt auch nicht so, dass die Männer da zum Orgasmus kommen. Das sind ja gängige Sexualpraktiken, die sich auch über die Jahre hinweg verändert haben. Wenn man sich die Lieblingsgenre der Deutschen anschaut, dann ist Platz 2 bei Pornhub Analsex, nachgefolgt von Deutsch. Wobei man sagen muss, wie viel wird eigentlich gesprochen. Aber man schaut gerne in der eigenen Kohorte. Ja, Kohorte ist ja auch ein Wort des Zeitgeistes, ja, muss man sagen. Jetzt hatten Sie gesagt im Vorgespräch, was Sie seit Jahren beobachten, ist eine Autonomisierung der Triebe. Und Sie sehen diese Entwicklung jetzt durch die Corona-Krise noch angeheizt. Genau. Wo liegt da das Problem Ihrer Meinung nach?
Also ich sehe das Problem in dem Auftreten von Verhaltenssüchten. Und die WHO hat im letzten Jahr zwanghaftes sexuelles Verhalten als psychische Störung deklariert, den Impulskontrollstörungen zugeordnet, genauso wie Online-Spielen, das der Fall war. Das ist die erste anerkannte Verhaltenssucht. Wir sehen immer mehr Menschen, die in diesem Silo der triebhaften Sexualität stecken bleiben und dann unrezeptiv werden, gesundheitliche Probleme bekommen, also auch junge Männer, die Erektionsstörungen haben, die Orgasmusstörungen haben, also verzögerter oder ausbleibender Orgasmus und partnerbezogene Lustlosigkeit. Vor dem Monitor klappt das alles noch ganz gut, aber mit einem realen Partner klappt das nicht mehr so gut. Und diese Tendenz vom analogen zum digitalen Leben, das ist ja eine Tendenz, die man feststellt. Die Digitalisierung hat jetzt einen massiven Voranschub bekommen. In den Schulen wird jetzt darüber nachgedacht, also iPad-Klassen einzurichten. Und die Kinder machen Homeschooling. Und natürlich machen die nicht nur Homeschooling, sondern sie kommen natürlich mit einer Vielzahl von Pornografie und anderen Dingen in Kontakt. Und die Eltern wundern sich dann, dass es so still ist in dem Kinderzimmer. Da sind sehr, sehr viele Kinder, die halt auch schon sehr früh in Kontakt kommen. Und das macht mir sehr große Sorgen, dass Kinder in der Pubertät halt schon Material, was für sie gar nicht geeignet ist, was ihre sexuelle Funktionsfähigkeit und auch ihre sexuellen Fantasie massiv beeinträchtigt, auch negativ beeinträchtigt. Also es gibt diese Information, es gibt dieses Arousal und natürlich kickt das auch ein Kind und es ist schambehaftet. Und irgendwann geht es immer wieder an diesen Ort, von 10 Jugendlichen im Alter von, sagen wir mal, 10, 11, 12 haben sicherlich 8 Pornografie schon konsumiert. Also das sind beachtliche Zahlen, die in diesen normalen Statistiken nicht mehr auftreten. Und das macht mir große Sorgen. Das heißt, das wirkt sich dann direkt auf ihr Leben aus, wenn sie ja, keinen Ständer mehr kriegen oder wenn sie nicht mehr erregt werden oder irgendwas? Um es plastisch zu sagen, die digitale Kastration. Also im Prinzip dieses in dem Silo von Pornos funktioniert es noch, aber es geht ja im Rahmen der Toleranzentwicklung, Durststeigung auch immer mehr Zeit bei drauf. Die Reize müssen stärker werden. Und irgendwann geht gar nichts mehr und es ist ein Kontrollverlust und das ganze normale Leben läuft halt nicht mehr so, wie es laufen soll. Das sind diese Extremfälle, die ich bei mir auch in meiner Praxis sehe, und diese sexuellen Funktionsstörungen sind schon beachtlich in Studien, bis zu 20, manchmal sogar bis zu 30% der jungen Männer, die diese Probleme mittlerweile beklagen. Das sind hochschambehaftete Bereiche, die gehen zum Urologen. Der Urologe freut sich darüber, dass alles ganz normal ist, dass diese vielen jungen Männer kommen, die werden dann mit Viagra Cialis ausgestattet oder irgendeinem der Potenzmittel, und die kommen dann manchmal zu mir und sagen, Mensch, das kann es doch nicht sein, also mit 23 oder mit 20 dann schon mit Viagra in der Tasche, und warum klappt es denn dort und woanders klappt es nicht? Aber mittlerweile ist diese Awareness da, also es gibt diese große Gruppe der NoFap-Community, da kann man halten, was man will, aber ich glaube, wichtig ist auch mal den Schalter auszustecken, mal in die Reduktion zu gehen, nicht alles mitmachen, was Spaß macht. Also für mich ist, sagen wir mal, nicht so ein hedonistischer, tabuloser Mensch ist für mich jetzt nicht irgendwie ein Qualitätssymbol, sondern das ist eher für mich etwas, wo ich sage, Mensch, hat er das Steuer noch in der Hand? Ja? Oder handelt er sich von einem Superreiz zum nächsten? Ist es eigentlich nur ein Problem, was Männer betrifft, oder ist es auch bei Mädchen genauso, dass die dann halt einfach weniger erregt werden, wenn sie dann einem richtigen Mann gegenüberstehen statt ihrem Computerbildschirm? Ja gut, die Mädchen haben dann noch die Vibratoren oder die werden deutlich mehr bei den Mädels eingesetzt. Und wie gesagt, 30% der Mädchen schauen mittlerweile auch Pornografie. Aber dieses Arousal, also diese Appetenz, also auf den Partner Lust zu haben, das ist natürlich viel sichtbarer beim Mann, wenn die Erektion ausbleibt, als bei der Frau, wenn die Vagina nicht feucht wird. Da gibt es Gleitmittel, Frauen können ja eigentlich immer. Und wenn der Orgasmus bei der Frau ausbleibt, ist das auch irgendwie, fällt das manchmal Männern über Jahre hinweg gar nicht auf. Das ist vielleicht irgendwie so im Kopf, dass es nicht vorgesehen ist oder so. Also gerade bei vaginalen Orgasmus. Viele bekommen einen Orgasmus über die Klitoris. Und natürlich auch dieses nicht mehr rezeptiv sein. Das ist auch ein Thema bei Frauen. Aber das wird noch in den nächsten Jahren zunehmen. Auch diese Awareness wird zunehmen. Bei den Männern ist es einfach offensichtlicher und die gucken einfach mehr Pornografie und sind stärker betroffen, sind früher dabei. Ich sehe das jetzt in den Grundschulen, dass viele Kinder schon Smartphones haben und sie können nicht, auch mit dem tollsten Blogger können es nicht verhindern, wenn irgendjemand im Freundeskreis ein Smartphone hat. YouTube ist voll mit Pornografie.
Das ist nicht explizite Pornografie, aber viele Dokus und viele Instagram ist voll mit Pornografie. Also so ein, es werden in WhatsApp werden ganz viele Bilder geschickt und das sind natürlich auch Mutproben. Ja, guck mal hier und guck mal da und hast du das schon gesehen und wie eklig. Ich habe Kinder, die sind schon mit 12, 13 Jahren ins Darknet gegangen und haben Missbrauchsmaterial hergestellt, verteilt, haben Missbrauchsmaterial sich angeschaut und sind mittlerweile ganz desorientiert, was ihre sexuellen Vorlieben sind. Sie machen sich Sorgen darüber, ob sie sexuelle Gewalttäter werden sind, ob sie sexuelle Monster sind. Wir sehen eine Zunahme von Mädchen, die eine Geschlechtsumwandlung zum Mann schon in jungen Jahren der Jugend in Erwägung ziehen. Und das hängt natürlich auch mit dem Frauenbild in der Pornografie zusammen, dass das eben für manche Leute in der Identifikation schwierig ist. Und die sagen, Mensch, ich bin im falschen Geschlecht geboren. Ich würde doch lieber gerne ein Mann sein und nicht eine Frau. Was raten Sie Eltern, die merken, dass ihre Kinder jetzt eben langsam in das Alter kommen, wo sie mit sowas in Kontakt kommen und da einfach etwas tun wollen? In welchem Alter soll man die Kinder ansprechen? Wie soll man die ansprechen? Ich glaube, das ist etwas, was sehr früh anfangen sollte, altersgerecht und immer wieder in vielen kleinen Situationen im Alltag. Also wenn man irgendetwas sieht, wenn man, also auch das Thema Pornografie, das sollte nicht dieses eine abschließende Gespräch sein. Und das fängt an, dass man mit seinem Partner spricht, weil viele Partner wissen nicht, was der eigene Partner macht. Deswegen muss man erstmal rauskriegen, wie läuft es denn eigentlich in unserer Beziehung? Was hat sich denn in den letzten 10, 15 Jahren denn verändert? Sodass man über dieses Thema auch wirklich tatsächlich sprechen kann. Also diese Hausaufgaben erstmal selber untereinander machen, bevor man mit den Kindern spricht. Und dann auch nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, also das ist ganz böse, sondern ja, du wirst auf Pornografie stoßen, wie auch auf Alkohol. Alkohol macht süchtig und Alkohol dürfen Kinder nicht trinken. Ich würde jetzt auch nicht einem Achtjährigen schon mal einen Schnaps hinstellen nach dem Motto, es wird ja sowieso im Laufe des Lebens ganz viel Alkohol trinken, sollst du dich doch schon mal frühzeitig dran gewöhnen. Ich würde sie vor den Gefahren warnen und dazu muss ich die Gefahren sehen und dazu muss ich mich beschäftigen mit den Themen. Und mittlerweile gibt es ganz gute Bücher, es gibt ganz gute Portale, man kann sich schlau machen. Und auch in der Schule ist es mir zumindest ein Anliegen. Unsere Tochter ist jetzt gerade ins Gymnasium gekommen und ich arbeite dort auch mit dem Rektor zusammen. Also dass man mit der Polizei über Internetsicherheit und diese ganzen Gefahren, die Kinder und auch die Eltern und auch die Lehrer, also es sind unterschiedliche Kohorten wiederum, unterschiedlich informiert und aufmerksam macht. Nur das, was man weiß, sieht man auch. Und man sollte sagen, hey, es verändern sich sexuelle Fantasien. Und ja, es ist informativ und es ist spannend. Aber Bereich der Pubertät ist es einfach zu früh. Genauso wie ich mir keine Gewalt filme. Es gibt Altersklassifikationen. Und dann gehe ich ins Internet und in YouTube kann ich mir anschauen, wie jemand live vergewaltigt wird oder live umgebracht wird. Also die Digitalisierung im Zuge der Corona-Krise, die macht natürlich auch nicht vor der Sexualität halt. Und das ist für Sie eine besorgniserregende Entwicklung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, genau. Also es wird nicht aufzuhalten sein und die Reize sind stark. Also das heißt, ich plädiere immer gerne fürs analoge Leben. Ja, also früher hat man so die Sportschau gesehen, hat ein Bier getrunken und Chips gegessen und dann würde ich sagen, Mensch, zieh doch selber mal Sportschuhe an und geh auf den Fußballplatz und spiel mit Freunden mal eine Runde und guck dir nicht immer nur die Fußballspiele an. Heute habe ich so den Eindruck, dass das Leben mehr im Social-Media-Bereich, im Instagram, mit diesen vielen Fotos, mit diesen vielen Videos stattfinden. Und Max Frisch hat schon früher gesagt, dabei sein ist nicht erleben. Ich habe den Eindruck, viele Leute sind nur dabei und erleben nicht mehr. Und so ist es auch in der Sexualität. Viele schauen halt nur noch zu und nehmen diesen Orgasmus dankend hin, aber werden langfristig nicht mehr beziehungsfähig, werden nicht mehr rezeptiv. Also ich glaube, die Kunst steht in der Reduktion. Die Kunst steht im Ausschalten, in dem selektiven Zufuhr und auch in der altersbedingten selektiven Zufuhr von bestimmten Reizen. Ja, und das ist genauso wie mit dem Essen. Ja, ich kann natürlich nur mit Süßigkeiten leben, aber da werde ich halt dick und krank. Oder ich esse Obst und Gemüse und Vollkornprodukte und bleibe gesund und reflektiere über das, was ich mir zufüge. Und genauso würde ich es mir wünschen in der Sexualität, dass wir auch mehr reflektieren, dass wir nämlich schauen, wie, unter welchen Bedingungen sind diese Videos hergestellt zum Beispiel. Ja, das ist, also ich habe Klienten, die sagen, der schlimmste Missbrauch ist in der Pornografie mittlerweile im Internet und es wird immer wieder geteilt und jeden Tag
holen sich da so und so viele Menschen einen runter und liken mein Video, aber eigentlich ist es ein Missbrauch. Und man kann es nicht so schnell sehen, ist das ein Missbrauchsmaterial oder nicht. Oder dann auch sagen, warum muss ich mir diese starken Reize zufügen? Ja, man kann sich informieren, man kann sich ausprobieren und das finde ich alles ganz gut. Aber es ist ein Genussmittel und so muss es auch verstanden werden. Und ein Genussmittel hat eben immer so ein Limit, ab wann die Dosis überschritten wird, wo man sagt, hier ist der Genuss einfach zu stark. Ja, wenn ich nur Süßigkeiten trinke und von einer Sexparty zur anderen gebe, dann bin ich halt so ein Belohnungs-Dopamin-Junkie und laufe immer einen Belohnungsreiz und den nächsten hinterher. Und ich finde es dann immer mal ganz gut, einfach auch mal wieder in die Reduktion zu gehen, so wie beim Essen, dass man einfach mal sagt, Fastentage einlegen oder bei der Sexualität sagt, ich möchte jetzt mal mein Tinder löschen, ich möchte mal mein Sextoy in der Schublade lassen, ich möchte mal keine Pornos anschauen und dann merken viele erst, dass das gar nicht mehr geht. Also dass das sagen bei der Pornografie, dass dann wirklich Kontrollverlust versteht und entsteht, dass man merkt, dass das so ein Gefühlsmodulator ist. Ja, schlechte Gefühle macht's weg, Langeweile macht's weg, Ärger macht's weg. Ich belohne mich in der Freude. Das ist ein unscharfes Medium, aber genauso wie Alkohol. Ja, der Alkoholiker belohnt sich oder trinkt, um zu vergessen und hat viele, viele Gründe, soziale Gründe, warum er immer wieder trinkt. Aber letztendlich zerstört er nicht nur seine Leber, sondern auch sein Leben und sein Umfeld damit. Mhm. Gut, Frau Dr. Melzer, ich danke Ihnen vielmals für diese Informationen. Hoffen wir mal, dass die Menschen das mitbekommen und sich nicht hängen lassen, sozusagen. Ja, danke schön für das Interview. Bitte, ja. Danke schön. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen dafür, dass Sie dabei gewesen sind. Bitte teilen und liken Sie das Video, wenn Sie das wichtig finden. Darüber würden wir uns sehr freuen. Bis bald hier bei Welt im Wandel TV. Ciao.